Wir begrüßen nach einem harten, langen Lauf Anna und Lisa Hahner hier bei Fahrtleck hier in Frankfurt. War das vielleicht das Highlight bis jetzt der Karriere, der Einlauf hier in die Laufhalle vor den Zuschauern und dann auch noch auf die Schwester warten bei der Bestleistung? Ja, das war schon ein absolut emotionaler Moment, als man nach 42 Kilometern dann die letzten 200 Meter auf dem roten Teppich da in die Festhalle läuft und wirklich, man hat schon von außen gehört, das ganze Publikum schreit einfach nur. Also das ist Gänsehaut-Feeling pur. Und dann, als Lisa dann auch in die Halle gekommen ist, dann den ersten gemeinsamen Marathon beide beendet, das war schon unglaublich, ja. Was ging in den Sekunden so durch den Kopf, als du gewartet hast? Du, deine Zeit, du hast bei ihr noch gehofft, man hat gesehen, du hast ein bisschen gezittert, gesehen, wir haben beide auf die 30 geguckt, weil man weiß immer nie genau, wann genau kommt, dass es vielleicht noch unter 30 für Lisa reicht. Ja, genau, also man hat Lisa dann schon auf dem Bildschirm gesehen und es war noch eine 2:29 vorne, aber ich wusste ja, weil ich ja selbst gelaufen bin, dass es dann noch ein ganzes Stück bis dahin ist und dann habe ich halt alles gezittert, ah, wann kommst du und dann ist sie ja dann nach 2:30, 17 auch über die Ziellinie mit neuer Bestleistung und das war dann halt auch für mich nochmal ein toller Moment. Wenn man dann knapp über 2:30 läuft, ist man dann erstmal ein bisschen traurig oder aber kann man auch, weil du weißt, dass Anna auch schon knapp über 2:30 gelaufen ist, also vielleicht ist das auch ein gutes Zeichen? Ja, hat man ein Ziel auf jeden Fall für den nächsten Marathon. Klar, das ist halt eine Marke, die man knacken möchte, aber gibt noch viele Möglichkeiten, vor allem dann im nächsten Jahr und ich bin auf jeden Fall super zufrieden, dass ich eine neue Bestzeit gelaufen bin jetzt. Man hört ja immer die Probleme von Anna im Vorfeld, aber ich glaube, bei dir ging es auch nicht reibungslos vonstatten. Waren vielleicht so die kleineren Probleme, die näher des Marathons kommen, doch die etwas problematischen? Das weiß ich nicht. Also ich habe mich schon gut gefühlt vorm Start, aber klar, ein paar Sachen mit dem Schienbein gab es ein paar Probleme, aber Anna hat halt einfach mega einen rausgehauen. Also die hat einen super Tag erwischt und ja, hat Frankfurt absolut gerockt. Jetzt hast du viel über das alternative Training gesprochen, was sich ja vorangebracht hat. Ist das vielleicht auch Reserven, die einige andere Läufer vielleicht noch nicht so, habe ich den Faden verloren, aber die andere Läufer nicht so ausprägen? Ja, ich glaube, also man sollte, das Problem ist, dass viele sich aufs Rad setzen und dann am nächsten Tag beim Laufen schwere Beine haben und sagen, taugt nichts, mache ich nicht. Also ist klar, der Körper muss sich auch ans Radtraining gewöhnen, aber wenn man das regelmäßig macht und der Körper ans Radfahren auch gewöhnt ist, dann ist das, glaube ich, eine super Möglichkeit, um einfach von der Zeitdauer länger trainieren zu können, ohne dann halt unbedingt die Muskeln und Zehen besonders stark anzusprechen. Also mir hat es super viel gebracht und wir werden das auch weiterhin ins Training gestärkt einbauen. Kann man das auch ein bisschen so koppeln, dass man ein Erstfahrt fährt, dann läuft oder erst Aquajog dann läuft oder habt ihr da ein bisschen was ausprobiert oder habt ihr euch angelesen oder das vollkommen den Trainer überlassen, diese neue Methoden aus? Koppeltraining haben wir nicht gemacht, also dass man nach dem Rad dann gleich weiterläuft. Wir haben das also schon an einem Tag, dass ich halt zum Beispiel morgens Rad gefahren bin, mir das gelaufen, aber nicht direkt ineinander. Aber Thomas Doll, der ja immer beim Training dabei ist, der hat eine Triathlon-Trainer-Lizenz. Von daher konnte er mir dann auf dem Rad schon gute Trainingseinheiten aufschreiben, sodass ich nicht einfach nur auf dem Rad war, um meine Beine zu bewegen, sondern auch um wirklich zu trainieren. Aber Treppen hochlaufen musst du dir nicht. Nee, da reicht es zur Wohnung hoch, das ist im dritten Stock. Das nervt uns immer, wenn er schon hochspringt. Da sind wir nicht so schnell. Nee. Jetzt habt ihr angefangen mit der Marathon-Karriere. Immer eine Schwester läuft Marathon, die andere begleitet auf dem Rad. Jetzt seid ihr gemeinsam gelaufen. Wie wird es in Zukunft aussehen? Was ist besser? Also es macht schon sehr viel Spaß, zusammen zu starten, die ganze Vorbereitung gemeinsam zu machen, am Morgen aufzustehen und sich gemeinsam fertig zu machen. Wird es mit Sicherheit noch öfters geben, aber es gibt mit Sicherheit auch wieder Marathons, wo nur einer startet, ja. Also ich denke mal, ich kenne schon einen Marathon, der nächstes Jahr zusammen wieder gestartet wird und zwar in Zürich. So, was ist da? Da habe ich gehört, eine EM, wo man ja auch, wie man mit Ulrike Maisch auch vor einigen Jahren gesehen hat, auch vorne mitlaufen kann. Ist das so ein, gibt das schon Ziele im Hinterkopf, wo man sagt, Top 8, Top 5 Medaille? Also platzierungsmäßig mache ich mir noch gar keine Gedanken. Das liegt dann am Trainer abzuschätzen, wie schnell man laufen kann, aber es ist auf jeden Fall ein Ziel, dass man auch in Zürich mal erste internationale Meisterschaften gemeinsam laufen kann. Jetzt habt ihr noch gerade gesprochen mit Renato Canova, eurem neuen Trainer.
Ich habe mit ihm gestern ein längeres Gespräch geführt. Ist es auch ein bisschen so sein Charisma, was einem auch einfach als Athlet so schon so weit vorausbringt, weil man an Sachen glaubt, an die man vorher vielleicht vorher nicht geglaubt hat? Das auf jeden Fall. Also wenn man irgendwelche Probleme hat oder am Wochenende ein Training ausfällt, dann sagt er, ah, no problem. Dann wird eine Geschichte erzählt vom Weltrekordhalter über 3000 Hindernis oder von irgendeinem Marathon-Weltmeister. Der hatte das gleiche und da haben wir es so und so gemacht und der war dann noch besser. Und also das ist halt Wahnsinn, was er für Anekdoten kennt und die motivieren dann ungemein. Passt dann quasi Renato Canova zum Run to Sky perfekt ins Bild? Ja, wir sind super glücklich. Also das passt super. So die Konstellation mit Cheftrainer Renato Canova, Thomas Doll betreut uns vor Ort und wir schnüren zusammen die Laufschuhe. Das ist sehr toll, ja. Er hat ja gestern, wie ich schon gesagt habe, 2:28 vorhergesagt, Renato. Und ich habe euch vorhin noch nicht gesagt, was er danach gesagt hat. Er hat gesagt, im Frühjahr dann unter 2:27 dürfte auch kein Problem sein, waren seine Worte. Ja, ich glaube, man muss immer große Ziele haben und das motiviert natürlich und spornt an. Und jetzt gucken wir erstmal, wie Winter verläuft und dann wird dann die Planung für nächstes Jahr gemacht und wir freuen uns schon, wenn es dann wieder rund geht. Und jetzt erstmal Urlaub oder doch eher ein Radfahrurlaub irgendwo in den Bergen? Ja, so richtig Urlaub. Ich glaube, da können wir nicht still sitzen. Da spätestens am zweiten Tag werden die Beine nervös. Wir wollen alternativ was machen, dann Skilanglauf gehen im Winter und jetzt ja, einfach ein paar Sportarten aus Spaß machen. Wird aber ziemlich kalt. Bist du dann schon auf dem Langlaufskiern? Ja, aber gegen Kälte haben wir nichts. Also man kann sich ja passend anziehen. Dann gibt es dann halt Handschuhe, Mütze und je schneller man sich bewegt, desto wärmer wird es. Also werden wir da einfach ordentlich dann wieder Gas geben. Wisst ihr schon wohin? Wir waren jetzt schon zweimal auf dem Feldberg, da hat es uns sehr gut gefallen. Mal gucken, vielleicht geht es dann wieder auf dem Feldberg. Dann ganz viel Glück und ich bin gespannt auf nächstes Jahr. Wir auch, vielen Dank. Danke.